90 Jahre Hockenheimring und der Taycan. Eine spannende Kombination. Und wir feiern das Jubiläum 90 Jahre Hockenheimring. Das war ja 1932, als das erste Motorradrennen tatsächlich dort stattgefunden hat. Und da blicken wir zurück. Natürlich nicht nur darauf, sondern auf viele spannende Rennen, die dort stattgefunden haben. Und auch viele legendäre Porsche-Rennen, die dort stattgefunden haben. Und dafür wäre es eigentlich ja typisch gewesen, einen 911er zu nehmen, wollten wir aber nicht. Sondern wir haben gesagt, wir schauen auch modern in das Thema Taycan hinein, wir schauen in das Thema Materialien und in das Thema Design hinein und verbinden das mit dem Jubiläum 90 Jahre Hockenheimring. Und dementsprechend ist der Taycan ein Fahrzeug, das besonders durch natürlich Design sich auszeichnet, aber auch die Performance mitbringt als GTS. Und das passt wiederum sehr gut auch zu dem Gedanken des Hockenheimrings und besonders auch des Experience Centers dort. Das Besondere an der Taycan GTS Hockenheimring Edition ist die Liebe zum Detail und das Besondere, das sich erst erschließt, wenn man näher ans Fahrzeug herangeht. Wenn man sieht, wie die Farbe nach Wahl Steingrau, die sicher noch nicht auf vielen Taycan gesehen worden ist, funktioniert mit dem Bronzitlack als Kontrast, wie im Interieur auf jedes Detail geachtet wurde und mit wirklich viel Liebe jeder Akzent abgestimmt wurde und wie diese wirklich gleichzeitig klassische, aber super moderne Optik durch Holz, durch Leder, durch Zehennähte und diesen Kontrastlack ins Ziel gebracht wurde, das macht's aus. Und unser Ziel ist immer, dass ein Kunde in dem Fahrzeug auch noch nach Wochen kleine Details entdeckt, wo er dachte, oh Gott, das haben sie auch noch gemacht. Das habe ich nicht gewusst, weil es stand in der Broschüre auch gar nicht drin. Wenn das funktioniert und man dann immer noch ein Grinsen im Gesicht hat, dann haben wir unseren Job ganz gut gemacht.